Ja, lieber Star Wars Fans, willkommen auf meinem Kanal. Also rund um meine ganze Filmrequisiten und Kostüme, die ich nachbaue, nachnähe oder noch andere Sachen. Ja, wollte heute nochmal euch noch was Stand der Dinge mal zeigen. Etwas, was ich mir so ein bisschen eingefallen habe. Wenn man einen Fernfilm macht, muss man natürlich irgendwelche Requisiten. Und da möchte ich euch mal gerne noch was ganz einen kleinen Anhauch mal zeigen. Nur kurz eben gezeigt, ich habe jetzt den Gürtel fertig gemacht. Also, ich habe oben jetzt zugemacht. Und das Rappeln sind zwei Ketten hier, die ich aussehe, die sogenannten Unterlegscheiben noch zusätzlich gemacht habe. Das sind diese Teile, die links und rechts sind. Die dienen, um den Holster mal festzuhalten. Da kommt ja später noch ein Blasterholster dran. Also, ihr müsst euch vorstellen, das hängt so rum, das hängt nach unten. Ich habe den noch auf den Kopf gesetzt. Dann kommen später solche Lederholster dran und dann kann man die Blaster ran machen. Das wollte ich euch noch mal ganz kurz zeigen. Eigentlich im Prinzip geht es sich um diese Tasche. Die habe ich jetzt mal fertig gemacht, selbst gemacht. Und was meinst du, was hier drin ist? Habe gedacht, ich mache mal, wenn alles gut wird, eine schöne Tasche. Wenn ich mal auf Messen gehe und mein Kostüm anziehen möchte, möchte ich auch natürlich meine Blaster auch mit irgendwelchen schönen Requisiten, die jetzt zugehören, zeigen. Die Blaster sind jetzt zum Teil fertig. Ihr seht, ich habe die jetzt schon ein bisschen, schon mal etwas bisschen so ein Dekobügel dran gemacht. Hier fehlt nur noch eine paar Griffschalen. Ich denke mal, ich werde Holz machen. Und ich habe vorne den Lauf abgesägt, weil sonst passt er in die Tasche nicht mal rein. Ich werde noch mal einen Zusatzlauf hier dran stecken, um besser designmäßig den darzustellen. Hier vielleicht kommt noch irgendwas drauf. Vielleicht werde ich mir doch irgendein sogenanntes Visier drauf machen. Ich würde mir was einfallen lassen. Aber ihr seht, es sind ja noch Zusatzsachen drin. Ja, haha, ihr wisst jetzt, ihr wollt wissen, was ist denn da drin? Also, für jeden Star Wars-Fan wird jetzt vielleicht ein kleiner Feinschmecker zukommen. Viele wissen, was ich meine. Und ich habe überlegt mal, wenn man schon ein Blaster hat, dann soll man auch Reinigungstools dabei tun. Ihr denkt jetzt, hä, wie Reinigungstools? Ihr wisst ja, wie Rey ja gesagt hat zum Luke Skywalker, ich habe ein Blaster gereinigt. Jeder Blaster muss ja auch in der Geschichte gereinigt werden. Ein Blaster wird ja von Tibana-Glas angetrieben. Tibana-Gas ist ja ein Gas, um dieses Plasmagas, um diesen Bolzen erzeugen. Da ist immer ein Behälter drin, da ist das Gas enthalten. Hier wird es meistens vorne angeschraubt, diese sogenannte Magazin-Kartutsche, sage ich jetzt mal. Da ist das Gas enthalten, hat meistens, glaube ich, maximal 500 Schuss in die Geschichte. Und natürlich also dieses Gas wird hier in den Blaster hier in die Kammer gezündet und wird dann hier durch diesen Lauf beschleunigt. Dieser Lauf hat einen Magneten, der wird dann dieses Gas gebündelt zu einem Bolzen und der wird dann rausgeschossen. Und dann auf ein neues. Und da werden irgendwann Rückstände drin sein. Und dann, man muss ja auch ein Blaster reinigen. Und da gibt es solche Tools, die ich mir so ein bisschen mal eingefallen habe, lassen habe. Das ist so ein Tool. Hier kommt später so ein sogenanntes Spezial-Arbeitstool dran, so eine Bürste, irgendetwas, um diese gefährlichen Rückstände im Blaster zu entfernen. Ne? Ist ja klar, hier drin ist ein Ruß immer drin, der ist ein bisschen, gibt es mehrere Geschichten, ist gefährlich. Und da gibt es irgendwelche Tools, genauso wie hier, genauso ein kleines Tool und einen großen Tool. Hier könnte man auch einen kleinen sogenannten Schraubendreher reinsetzen. Die haben alle so einen kleinen, so mal, einen kleinen Vibrationsmotor drin. Das heißt, die haben so ein Vibro, wie so eine Vibro-Klinge und die arbeitet ganz anders. Also ist bei Star Wars ein bisschen anders Geschichten. Natürlich auch ein Hydroschraubenschlüssel ist hier drin. Ne? Habe ich auch nochmal reingesetzt. Also einen speziellen Schlüssel, um Arbeiten zu tätigen. Hier oben werde ich noch ein bisschen noch ein paar Löcher reinmachen, um vielleicht ein paar kleine, ja, Magazine reinzusetzen, wie bei jedem Kostüm sieht man ja im Film, die haben ja überall solche komischen Patronenröhrchen dran. Und das sind diese Magazine, um die Blaster anzutreiben. Da ist meistens dieses Tibana-Gas drin, um überhaupt diese Star Wars Blaster in den Geschichten zu feuern. Man könnte auch diesen
Hydro-Schraubenschlüssel auch verwenden, den ich hier gemacht habe. Den habe ich euch schon mal gezeigt. Und natürlich noch ein anderes Werkzeug. Hier ist auch nochmal so ein Hydro-Schraubenschlüssel. Den könnte man auch verarbeiten damit. Klar, kann man auch machen. So, dann noch einmal zum Netz. Ich wurde angesprochen, aber jetzt werde ich euch nochmal die ganzen Blaster zeigen, die ich gebaut habe. Einmal den hier. Den habe ich euch schon mal gezeigt. Da muss ich mal gucken, dass ich noch irgendwelche Griffschalen dran mache aus Holz. Das ist von der Rückseite. Hier oben hat er so ein kleines Deko-Visier. Ich weiß noch nicht, da wollte ich eher was reinsetzen. Das ist einmal der hier. Auch nicht nur als Deko, aber Material natürlich Edelstahl. Dann diesen schönen Blaster hier, den ich auch mal gemacht habe, den habe ich auch schon mal gezeigt. Auch diesen Blaster. Einmal diesen Blaster. Ist einmal für einen sogenannten Linkshändler. Also für linke Hand. Sieht so aus von der Seite. Auch selbst gemacht, die ganzen sogenannten Deko-Visier oben drauf. Hat irgendwie keine Funktion, aber so sieht das Stück von vorne aus. Hat so eine flache Mündung, also da guckt nichts raus, das ist alles drin verarbeitet. Dann einmal für Rechtshändler, ja, für die rechte Hand. So sieht das aus. Es hat ja so einen kleinen Knopf hier unten. Da habe ich noch irgendwelche Profile gemacht, um später mal die sogenannten Gurte dran zu machen. Einmal Luftpistole, umgebaut als Blaster, mit so einem sogenannten Bohrfutter von der Rückseite. Kann man auch machen, kann man auch für Filmwaffen nehmen. Dann so ein Blaster, auch eine Luftpistole gewesen. Der ganze Knicklaufsystem habe ich vorne abgemacht, ist komplett zerstört. Es ist nur an die nur als Dekowaffe, Filmwaffe. Habe ich auch sehr schön hier mit dem Visier oben selbst gemacht. Ja. Und diese schöne Farbe gemacht. Schwarz-Rot. So ein bisschen wie bei Star Wars. Auch die rote Farbe finde ich ganz gut. Dann so ein Blaster. Sollte nochmal ein Batman werden. Aber ich habe es ein bisschen umgemacht. Auch ein Blaster in Schwarz-Gold enthalten. Ein großer Stolz, diesen schönen Blaster, wo ich mir wirklich richtig die Arbeit genommen habe, auch mit schönen Griffschalen gemacht, Visier, werde ich übrigens auch bei denen genauso machen hier, sowas hier vorne. Und auch von der Seite mit Schaltbügel hier, so Dekobügel, die man versetzen kann. Und hier genauso. Auch Edelstahl komplett, habe ich damit mit so einen Schutzlack gemacht, ein bisschen verdunkelt, ja. Ist übrigens so ein Kopfgeldjäger-Blaster. Dann dieses Blastergewehr. Alles kein echtes, das ist auch eine Deko-Waffe. Das ist auch so wie von den Sturmtrupper, so ein Blaster, den ich immer gemacht habe. Mit sogenannter Schulterstütze. Die kann man ausfahren. Mit so einem Unterrohr. Aber ich muss mir was unten was anderes mal einfallen lassen. Aber irgendwie gefällt mir das nicht mehr. Vielleicht mache ich das wieder ab. Mal was anderes vorne dran. Hängt also ein bisschen runter, seht ihr das? Das habe ich mal gemacht. Dann einmal der EFD-Blaster von Walkman. So. So. Mit so einer Schulterschütze, die man umklappen kann. Das war mein erster Blaster gewesen. Mein erster Blaster. Das war Arbeit gewesen. Aber ich war stolz drauf, wie ich hier fertig hatte. Dann ein Sistrooper Blaster. So und so. Der ein bisschen, ja, beim Bau ein bisschen anders geworden ist. Auch die Schulterklappe kann man auch umklappen. Aber gut. Aus einer Blumenvase gemacht, das gemacht, hier da ein bisschen Aluminium dran gemacht, das hier ein Edelstahlrohr. Na gut, aber für so einen sogenannten Star Wars Film, Fanfilm zu machen, ist gar nicht so schlecht, finde ich. Dann für die Kleinen
einen kleinen Star Wars Blaster, EF Blaster. Für den Stormtrooper habe ich auch selbst gemacht, aus Edelstahl. Das war vorletztes Jahr, Weihnachten habe ich den gebaut. Ich habe mich gefreut, wie ich den gemacht habe. War eine Mordsarbeit gewesen. EFD Blaster von Walkman. Auch nochmal einen kleinen gemacht. Wenn man Figuren machen möchte, einen kleinen. Auch natürlich aus Edelstahl und mit funktionierter Taschenlampe. Da war mein erster gewesen von den Sith Troopers. Diesen Blaster aus Edelstahl komplett gemacht. Mit Schwarz-Rot schön lackiert. Ja. Da habe ich auch wirklich. Jo, die Schrauben stören ein bisschen, aber es war einfach mein Einbau gewesen. Aber es hat mir Spaß gemacht. Diesen Blaster auch. Den werde ich mir übrigens auch mal groß machen, weil ich hier auch nochmal so eine sogenannte Edelstahl-Dings habe. Die werde ich mal damit verarbeiten. Und wie ein Blaster funktioniert ganz kurz noch einmal, wie ich schon gesagt habe, Tibana-Gas ist der Antriebgas für Blaster. Der Behälter ist irgendwo hier drin verarbeitet, den man entnehmen kann. Hier ist eine Brennkammer, eine Zündkammer, da wird das Gas gezündet durch eine Zündquelle, Energie. Und es gibt meistens auch so einen Kristall hier drin, der darin verarbeitet ist, wird dieses Plasma-Gas fokussiert, wird dann durch den Lauf dann rausgedrückt, rausgeschossen, da sind Magnete drin. Da wird diesen Bolzen gebündelt und wird dann mit einer hohen Geschwindigkeit rausgeschossen. Und so funktioniert so ein Blaster. Ja. Kann man auch lesen in Google. Kann man googeln. So, ich habe es rückwärts noch einmal gezeigt mit dem Blaster. Das war es mir wichtig, sonst so ein Blaster. Ein Blaster habe ich noch anbauen, aber dann muss ich erstmal gucken, wie ich das mache. Gut, ich hoffe, euch konnte ich einen kleinen Eindruck wieder geben, was ich gemacht habe, was ich machen bin. Hoffe, es hat euch wieder gefallen, das Video. Ich habe wieder gesehen, 2 Abonnenten sind wieder weg. Ich weiß nicht warum. Gut, vielleicht habe ich wieder einen Fehler gemacht. Ist halt so. Durch Fehler lernt man. Im Sinne wünsche ich euch alle einen schönen Tag, einen schönen Abend noch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr möchtet, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt. Ansonsten sehen wir uns wieder. Gesund, euer Mike. Bis dann. Ciao.